Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung und vielen Dank auch für die Einladung, hier nach Saarbrücken zu kommen. Ich muss sagen, Saarbrücken war unter den 16 Hauptstädten die 16., die ich kennengelernt habe in Deutschland. Aber seither komme ich doch gern immer wieder nach Saarbrücken zurück und freue mich, hier reden zu dürfen. Ich werde zunächst einmal etwas sagen über die beiden Richterinnen, die Obama in den Supreme Court gebracht hat, Sonia Sotomayor und Elena Kagan, und wie Obama auf die Art den Supreme Court gestaltet hat. Ich werde dann etwas grundlegend Strukturelles sagen, welche Rolle der Supreme Court spielt, wie er prinzipiell eingeordnet ist im Verfassungssystem der USA. Und ich werde dann etwas zu einigen wesentlichen Fällen sagen, die in der Zeit Obama das Gericht beschäftigt haben. Wobei ich gleich am Anfang sagen will, ich habe das gemerkt in der Vorbereitung, eigentlich geht das gar nicht, den Supreme Court in der Ära eines Präsidenten darzustellen. Denn der Supreme Court funktioniert nicht nach diesem Zeitplan der Wahlperioden des Präsidenten. Die Fälle, die der Supreme Court behandelt, die sind zum Teil lange vor der vom Amtsbeginn des Präsidenten begonnen worden. Die haben zum Teil eine Vorlaufphase von 4, 5, 6 Jahren. Das heißt, in der ersten Amtszeit Obamas, da sind ein Großteil von wichtigen Fällen entschieden worden, die eigentlich schon in der Bush-Administration begonnen haben. Also der Supreme Court hat seinen eigenen Zeitrhythmus und er wird auch in der Regel dieser Rhythmus benannt nicht nach Präsidenten, sondern nach den Chief Justices, den Vorsitzenden des Gerichtes, die es gegeben hat. Und daran können Sie schon eine Sache sehen, nämlich die Langlebigkeit des Gerichtes. Wir haben jetzt heute den 17. Chief Justice. Das ist John Roberts. Obama ist der 44. Präsident der USA. Richter am Supreme Court hat es 112 gegeben, seit Beginn der USA. Abgeordnete im Kongress, Tausende in dieser Zeit. Also der Supreme Court ist eine Institution, die eine ganz andere Lebensdauer hat als die politischen Abteilungen des amerikanischen Regierungssystems. Und dieser Unterschied, der wird auch sehr deutlich. Also Sie können in den Urteilen des Supreme Courts häufig so Sachen lesen, wie wir in Marbury gegen Madison entschieden haben, verhält es sich so und so. Und Sie haben das Gefühl, als ob das gerade gestern oder vorgestern war und nicht im Jahr 1819, als dieser Fall tatsächlich entschieden wurde. Aber die Kontinuität, die sieht das Gericht trotzdem. Die erste Begegnung, wenn Sie so wollen, die ein neu gewählter Präsident mit dem Chief Justice hat, ist die Vereidigung des Präsidenten. Und hier sehen Sie Obama bei seiner Vereidigung. Und er ist der einzige Mensch, abgesehen von Franklin Roosevelt, der tatsächlich viermal gewählt wurde als Präsident. Er ist, glaube ich, der einzige Mensch, der viermal vereidigt wurde als Präsident. Warum? Weil bei der ersten Vereidigung nach seiner Wahl 2009 Chief Justice Roberts den Amtseid ihm falsch vorgesprochen hatte und Obama daraufhin ihn falsch nachsprach, aber anders falsch, als ihn der Chief Justice vorgesehen hatte und so weiter. Das war alles sehr durcheinander. Das Problem ist nur, der Amtseid steht in der Verfassung drin. Das heißt, da gibt es keinen Spielraum. Er steht wortwörtlich in der Verfassung drin, so wie er abgeleistet werden muss. Und das heißt, am nächsten Morgen gab es dann hektische Telefonate hin und her. Es gab Leute, die befürchteten, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Ist Obama eigentlich Präsident, obwohl er den Amtseid nicht abgeleistet hat, so wie er vorgesehen war? Und dann, um ganz sicher zu gehen, hat man halt am 21. Januar Roberts nochmal ins Weiße Haus gebeten, damit er noch einmal den Amtseid abnimmt, jetzt mit der richtigen Formel, um etwaige Probleme auszuräumen. Wie Sie sich vorstellen, hat das nicht gerade zur Verbesserung des Klimas zwischen den beiden beigetragen. Es hat auch nicht zur Verbesserung des Klimas beigetragen, dass Senator Obama im Jahr 2005
als Roberts nominiert wurde für diesen Job, gegen ihn gestimmt hat. Das ist das erste Mal, dass diese Konstellation in der amerikanischen Geschichte vorgekommen ist, dass die Vereidigung des Präsidenten von einem Chief Justice vorgenommen wird, gegen den dieser Präsident zuvor im Senat gestimmt hat. Richter am Supreme Court wird man dadurch, dass der Präsident einen nominiert und dann muss der Senat mit einfacher Mehrheit zustimmen. Die Amtszeit der Richter ist, wie Artikel 3 der Verfassung sagt, ich komme darauf gleich noch zurück, during good behavior. During good behavior. Was heißt good behavior? Das heißt, solange Sie keine silbernen Löffel stehlen, haben Sie Ihr Amt. Das ist lebenslänglich und mit lebenslänglich ist wirklich lebenslänglich gemeint. Sie können nach einer gewissen Zahl von Jahren jederzeit zurücktreten, aber Sie müssen es nicht. Und es gibt sehr wohl Richter, die bis weit in die 80er hinein oder sogar in ihre 90er hinein im Gericht sind. Ein Präsident weiß also niemals, wann er die Gelegenheit hat, neue Richter zu ernennen. Da muss dann jemand sterben oder zurücktreten und das kann man nicht vorhersagen in dieser einfachen Form. Warum hat Obama dann 2013 auch noch zweimal den Amtseid abgelegt? Da war der Grund etwas harmloser. Es gibt ja immer diese große öffentliche Einführung in das Amt mit einer großen Parade und tausenden geladenen Gästen. Im Januar in der Regel ist es dann auch ziemlich kalt, so wie hier oben zu sehen. Nur was machen Sie, wenn das auf einen Sonntag fällt? Da sind die USA dann zu stark religiös geprägt. Wenn es auf einen Sonntag fällt, dann wird diese offizielle Inauguration einen Tag danach am Montag gemacht. Und am Sonntag gibt es dann im Weißen Haus eine sozusagen private Einschwörungszeremonie, wo der Amtseid abgenommen wird vom Chief Justice. Und genauso ist das auch hier so, dass Obama dann zufällig viermal dazu gekommen, seinen Amtseid abzulegen. Obama hat in seiner bisherigen Amtszeit zweimal die Gelegenheit gehabt, Richter zu benennen. Ich werde sofort auf Sie zu sprechen kommen. Zunächst einmal noch der Hinweis, wenn Sie das genauer nachlesen wollen. Hier ist das Buch dafür, das steht auch auf Ihrem Handout. Jeffrey Toobin, ein Journalist und recht bekannter Autor, der viel über den Supreme Court geschrieben hat. Hier haben Sie das Buch und sogar auch als Hörbuch das Ganze. Es gibt auch in der Obama-Administration bereits eine Reihe von bedeutenden Fällen. Das sind jetzt die wichtigsten Fälle der jüngsten Vergangenheit. Ich werde gegen Ende meines Vortrags auf die zu sprechen kommen. Für jetzt lasse ich mal offen, worum es sich dabei handelt. Zwei Richterstellen konnte Obama neu besetzen. Wie gesagt, der Präsident nominiert und der Senat bestätigt mit einfacher Mehrheit. Das sind Elena Kagan und Sonia Sotomayor. Diese Verfassungsbestimmung, der Präsident nominiert und der Senat bestätigt, ist natürlich anders als bei uns im Grundgesetz. Nach dem Grundgesetz brauchen Sie für das Bundesverfassungsgericht 2/3 Mehrheiten. Die Hälfte der Richter wird vom Bundestag gewählt, die andere Hälfte vom Bundesrat. Aber 2/3 Mehrheiten heißt natürlich, Sie brauchen einen Konsens. Und das heißt in der Praxis einer parlamentarischen Demokratie, dass es auf einen Proporz hinauslaufen wird. Wenn man 2/3, keine Regierung hat jemals alleine eine 2/3 Mehrheit gehabt. Das heißt, es hat sich bei uns so entwickelt, dass einzelne Sitze im Gericht, ganz egal, wer jetzt gerade zur Regierung, die Regierung stellt oder die Opposition, einzelne Sitze gehören der CDU und andere gehören der SPD und man einigt sich dann auch darauf. Das heißt, das ist also ein Prozess, der einigermaßen friedlich vonstatten geht. Und selbst wenn einzelne Richter abgelehnt werden, dann wird damit doch nicht in Frage gestellt, welche Partei das Vorschlagsrecht dafür hat. Also Hertha Däubler-Gmelin beispielsweise wurde mal von der CDU abgelehnt, weil sie angeblich zu politisch sei als Justizministerin. Aber dass die SPD das Recht hatte, diesen
Platz zu besetzen, das wurde von niemandem in Frage gestellt. Das ist in den USA anders, wo die Besetzung der Richterämter eine hochpolitische Angelegenheit ist. Und zwar gerade deshalb auch, weil sie eben keine begrenzte Amtszeit haben, sondern lebenslang amtieren können. Ein Präsident kann also durch die Auswahl der Richter seine politische Amtszeit oder seinen Einfluss weit über seine Amtszeit hinaus ausdehnen, wenn er eine entsprechend geschickte Auswahl trifft. Das gilt nicht nur für den Supreme Court, sondern es gilt auch für alle anderen Bundesgerichte. Denn an allen anderen unteren Bundesgerichten, den Bezirksgerichten und den Court of Appeals, der Zwischenebene zwischen der District-Ebene und dem Supreme Court, auch die haben alle ihre Position during good behavior, also lebenslang. Obama hat bislang zwei Richterinnen nominiert, beide in seiner ersten Amtszeit. Das ist statistisch gesehen ungefähr im Rahmen des bisherigen, ungefähr alle 2,5 Jahre wird im Schnitt gesehen eine Stelle frei am Gericht. Kann allerdings auch mal wesentlich länger gehen oder kann auch mal viel schneller gehen. Man weiß es nicht, dass eben keine festen Amtszeiten. Es ist durchaus möglich, dass Obama auch in seiner jetzt gerade begonnenen Amtszeit nochmal die Gelegenheit hat, eine Richterstelle zu besetzen. Nur wirklichen Einfluss übt man damit vor allem dann aus, wenn es sich um einen ideologischen Wechsel dann im Gericht handelt. Wir haben heute im Supreme Court, ich werde das noch zeigen, im Grunde zwei klar getrennte Fraktionen. Es gibt 4 Richter, die extrem konservativ sind. Einen Richter, der ziemlich konservativ ist, ansonsten aber in der Mitte steht zwischen den beiden Fraktionen. Und 4 Richter, die auf dem linken Flügel des Gerichtes sind. Wenn jetzt also ein Richter zurücktritt, der auf dem linken Flügel des Gerichtes ist und Obama ersetzt den, dann ändert sich damit an den Mehrheitsverhältnissen des Gerichtes überhaupt nichts. Es bleibt alles, wie es ist. Wenn jetzt allerdings der fast 80-jährige Tony Scalia, der ein Leben lang gute italienische Küche geschätzt hat, auf einmal möglicherweise zu viel Pastasoßen hatte und sein Amt nicht mehr ausüben kann, das wäre ein Erdbeben. Denn dann wäre einer der Wortführer der konservativen Gruppe im Gericht auf einmal durch einen liberalen Richter ersetzt. Und viele Urteile, die bislang 5-4 zugunsten der konservativen Seite ausgingen, würden dann wahrscheinlich mit 5-4 für die liberale Seite ausgehen. Also das kann einen Riesenunterschied ausmachen, kann aber auch nicht. Die beiden Richter, die Obama nominiert hat, die ersetzten beide bisherige liberale Richter, machten also kaum einen großen Unterschied auf die Zusammensetzung des Gerichtes aus. Elena Kagan wurde im Mai 2010 nominiert. Sie lief dann den Prozess durch, den ich gleich ausführlich darstellen werde, und wurde dann mit 63-37 Stimmen am 5. August bestätigt. Das ging also alles recht flott, waren nur wenige Wochen, die dazwischen lagen. Und sogar 5 republikanische Senatoren stimmten für sie. Es war so eine deutliche Mehrheit. Damit ist Elena Kagan die 112. Richterin am Supreme Court, eingeschworen am 7. August, und sie kann dieses Amt wahrnehmen, solange wie sie will. Es gab durchaus, natürlich, wie gesagt, diese Punkte sind politisch umstritten. Da es eine einfache Mehrheit ist, hat es keinen Proporz gegeben, der sich da herausgebildet. Jeder Präsident versucht, Richter seiner eigenen Couleur zu ernennen. Und wenn die andere Partei die Mehrheit hat oder auch wenn sie auch selbst nur eine Minderheit ist, kann die eine ganze Menge Ärger machen. Das sind alles Cartoons, die noch vor der Nominierung von Kagan erschienen sind. Keep fill in the blank of the Supreme Court. Also die Republikaner waren bereit zur Schlacht, bevor sie überhaupt wussten,
wen Obama da nominieren wird. Er nominierte dann, wie gesagt, Elena Kagan. Sie haben ja eine Reihe von Pro-Kagan und Anti-Kagan Cartoons. Es ist kein Zweifel, dass sie hochqualifiziert war. Sie war Dekanin der Harvard Law School gewesen und danach war sie dann im Justizministerium von Obama Solicitor General, also quasi die, das ist die Anklagevertretung der USA, ein bisschen vergleichbar. Also nicht unser Generalbundesanwalt, aber das Solicitor General ist die Person, die die USA vor Gericht vertritt, wenn die USA Partei sind in einem Gerichtsverfahren, was sehr häufig der Fall ist. Und das war sie. Also sie war zweifellos hochqualifiziert, was allerdings die Republikaner nicht daran hinderte, gegen sie anzugehen, hauptsächlich wegen ihrer vermeintlichen Ideologie. Umgekehrt funktioniert das übrigens ganz genauso. Also das ist nicht auf eine Partei begrenzt. Den Prozess, wie das Ganze vor sich geht, will ich Ihnen jetzt verdeutlichen am Beispiel der vorherigen Ernennung, Sonia Sotomayor. Sotomayor, wie der Name schon andeutet, kommt die nicht aus einem White Anglo-Saxon Background, sondern das ist eine Hispanic. Das ist natürlich nicht zufällig. Hispanics haben Obama 2008 mit über 70% gewählt. Und es hat noch niemals einen Hispanic am Supreme Court. Was Obama hier machte mit der Ernennung oder Nominierung von Sonia Sotomayor, das war natürlich die Belohnung für eine ethnische Gruppe, die noch niemals im Supreme Court vertreten war und die mit sehr großer Majorität ihn gewählt hat. Und ethnische Gruppen vergessen sowas auch nicht. Das ist etwas, was sich dann ins kollektive Gedächtnis festsetzt. Das war so ähnlich wie Ronald Reagan, der 1986 Antonin Scalia, den ersten Italiener, an den Supreme Court brachte und damit seine Position in dieser Gruppe verbesserte. Also das sind Überlegungen, die jeder Präsident anstellt bei der Nominierung. Natürlich wird er nur Leute nominieren, von denen er davon ausgeht, dass sie auf seiner ideologischen Linie liegen. Da kann er sich auch ganz schön täuschen und dann hat er Pech gehabt, denn auch die sind dann natürlich lebenslänglich im Gericht und er kann sie nicht wieder rauskriegen. Aber in der Regel funktioniert das ganz gut. Und dann gibt es noch andere Kriterien. Das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Früher war ein Kriterium etwa die Region, aus der ein Kandidat kommt. Als die USA in diesem strengen sektionalen Konflikt waren, die freien Nordstaaten gegen die sklavenhaltenden Südstaaten, da war es von enormer Bedeutung, aus welcher Region ein Richter kam. Und man bemühte sich, das Gleichgewicht im Gericht aufrechtzuerhalten. Region spielt heute praktisch keine Rolle. Früher spielte Religion eine große Rolle in der Zusammensetzung des Gerichtes. Im 19. Jahrhundert wird in den protestantischen USA der erste katholische Sitz im Supreme Court eingeführt mit einem Katholikenbesetz und seither achten die Präsidenten darauf, dass es immer mindestens einen Katholiken im Gericht gibt. Mit der Ernennung von Elena Kagan gab es dann ein paar Kommentare, die so nebenbei darauf hinwiesen, jetzt gibt es übrigens keinen einzigen Protestanten mehr im Gericht. Jetzt haben wir 3 Juden und 6 Katholiken im Gericht und keinen Protestanten. War vorher eigentlich niemand aufgefallen, was bedeutet, dass das Thema Religion keine Rolle mehr spielt für die Besetzung im Gericht. Dafür spielen heute andere Fragen eine Rolle. Bis 1981 gab es keine Frau im Gericht. Ronald Reagan ist der Erste, der eine Frau ernennt. Und der das auch ganz bewusst so wollte. Er machte deutlich gegenüber seinem Team, der nächste Sitz im Supreme Court geht an eine Frau. Er will der erste Präsident sein, der eine Frau ernennt ins Gericht. Es ist kaum vorstellbar, dass der Supreme Court jemals wieder zu einer reinen Männerveranstaltung wird, dass es keine Frau mehr gibt. Es ist auch kaum vorstellbar, dass es keinen African American im Gericht gibt. Also Gender, ethnische Fragen. Das sind heute wichtige Fragen für die Besetzung des Gerichtes. Aber natürlich in allererster Linie, dass man damit Gruppen belohnt, die wichtig sind, elektoral für den Präsidenten und für seine Partei. So zum Beispiel eine Hispanic im Supreme Court.
Sonia Sotomayor ersetzte David Souter. Der war 1991 von George Herbert Walker Bush nominiert worden, aber wahrscheinlich eine Enttäuschung für den Präsidenten, obwohl er das immer gesagt hat, dass er sehr glücklich war mit Souter. Denn Souter war sehr, sehr schnell dann einer der Anführer, Wortführer des liberalen Flügels im Gericht und nicht ein Konservativer, so wie Bush es sich sicherlich vorgestellt hat. Souter trat zurück. Er war eigentlich nie sehr glücklich gewesen in Washington. Das hier ist seine eigentliche Heimat. Und wenn Sie sich da wohlfühlen, dann können Sie sich vorstellen, dass Sie sich dann mitten in Washington nicht so schrecklich wohlfühlen, wenn das das ist, was Sie eigentlich wollen. Er trat also zurück und es ist bezeichnend, dass er nicht zurücktrat, als George W. Bush Präsident war, sondern wartete darauf, dass der nächste Demokrat gewählt wurde, obwohl er von einem Republikaner in das Gericht reingebracht wurde. Er hatte sich inzwischen so weit ideologisch nach links bewegt, dass er wollte, dass ein demokratischer Präsident das macht. Das ist für Richter übrigens eine gewichtige Überlegung, wann sie denn jetzt zurücktreten. Die jetzigen konservativen Richter, solange sie nur noch atmen können, werden sie wahrscheinlich nicht zurücktreten, solange wir mit Obama einen Demokraten im Weißen Haus haben. Und umgekehrt war das in der Bush-Administration ganz genauso. Es ist überhaupt praktisch nicht möglich, vorherzusagen, wann ein Richter zurücktreten wird. Es gibt jetzt Gerüchte über eine Richterin, dass die wahrscheinlich demnächst zurücktreten wird. Ja, wissen Sie, ich beschäftige mich mit dem Supreme Court seit 1991. 1991 habe ich zum ersten Mal gehört, dass John Paul Stevens demnächst zurücktreten wird. Tatsächlich ist er 2010 zurückgetreten. Das kann also durchaus sich noch etwas hinweg bewegen. Und warum auch nicht? Richter haben einen super Job. Also sie müssen so viel arbeiten, wie sie wollen. Sie haben eine große freie Zeit im Sommer. Sie haben nur 8 Kollegen, mit denen sie klarkommen müssen. Also ein super Job. Warum sollte man ihn nicht länger ausüben? Gut, aber Souter hatte genug. Und Sotomayor, Sonia Sotomayor, ist dann also im Mai 2005 nominiert worden. Wenn diese Nominierung erfolgt, dann ist sie vorher schon intern von der Truppe des Präsidenten ganz intensiv durchleuchtet worden. Jede Zeile Papier, die sie jemals beschrieben hat, wird gelesen und analysiert. Jedes Urteil, das sie gefällt hat. Sie war als Bundesrichterin bereits in einem der unteren Gerichte tätig, wird durchleuchtet werden. Ihre Finanzen muss sie detailliert offenlegen. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in ihrer Familie oder in unmittelbaren Angehörigen, Eltern, Ehepartner, Kinder? Man muss eine lückenlose Offenbarung machen, um zu sehen, ob es möglicherweise irgendetwas gibt, was dem Präsidenten peinlich werden könnte. Denn das kommt mit Sicherheit heraus. Kandidaten für dieses Amt des Supreme Court Justices, die werden so durchleuchtet wie Präsidentschaftskandidaten. Und Sie können davon ausgehen, Sie sollten nicht bereit sein, für so etwas anzutreten, wenn Sie nicht mit jedem einzelnen Punkt in Ihrer Vergangenheit im Reinen sind und der das Licht der Öffentlichkeit sehen kann. Es gibt auch den offiziellen Fragebogen, der dann ausgefüllt werden muss. Das ist der Fragebogen bei Ihrer Nominierung für den Appellate Court, aber für den Supreme Court, der sieht genauso aus. Das sind dann 120 Seiten, 200 Seiten oder so etwas, die ausgefüllt werden müssen, ganz detailliert wiederum, und die dann dem Senat zur Verfügung stehen. Wenn das alles geschehen ist, diese ganze Durchleuchtung, dann kommt es zum Hearing vor dem Justizausschuss des Senates. So sieht das aus. Hier haben Sie Sotomayor, hier haben Sie die Senatoren, dahinter sitzen die Mitarbeiter der Senatoren und das hier ist der Pressezirkus, der sich das Ganze zu Gemüte führt. Solche Hearings können mehrere Tage dauern, können auch schnell zu Ende sein, aber die Zeiten, wo man sowas zum Teil in 10 Minuten hinter sich gebracht hat, die sind vorbei. Dazu ist es inzwischen
politisch viel zu wichtig und viel zu umstritten. Sie muss also hier Fragen beantworten und es werden auch Zeugen geladen, die dann über sie Auskunft geben. Ihre Familie ist dabei. Hier stellt sie gerade dem Senat ihre Eltern vor. Nicht, dass das irgendeine politische Bedeutung hätte, aber es ist gute PR, wenn dann auch eine fotogene Familie dabei ist. Und dann gibt es Zeugen, die zum Teil von ihr berufen werden, also Charakterzeugen, die sagen sollen, was für eine wundervolle Person und was für eine wundervolle Juristin sie ist. Und auch Zeugen, die von der Gegenseite dann berufen werden. So sieht das aus, wenn Sie sich so einem Hearing stellen mögen. Wenn Sie solche Bilder nicht wollen, dann sollten Sie lieber nicht ins öffentliche Leben gehen. Damit muss man rechnen. Und das ist dann der zweite Tag der Hearings. Hier antwortet sie gerade, hier sind die, der Vorsitzende des Justizausschusses im Senat, Senator Leahy, Demokrat aus Vermont, und sein republikanischer Gegenpart, Senator Orrin Hatch, Republican aus Utah, und Jeff Sessions aus Alabama. Der Kongress ist ja so organisiert, anders als der Bundestag, dass die Partei, die die Mehrheit stellt in der jeweiligen Kammer des Kongresses, auch in allen Ausschüssen den Vorsitz stellt. Also die Demokraten sind die Mehrheit im Senat, also sind in allen Ausschüssen, ist der Vorsitzende ein Demokrat, wie hier eben Leahy. Und der Ranking Member, das ist dann der Anführer der Minderheitenpartei, ist in diesem Fall Orrin Hatch, der früher, als die Republikaner die Mehrheit im Senat hatten, auch schon mal Vorsitzende des Justizausschusses war. So, und da wird man dann kräftig gegrillt. Hier können Sie sich das Ganze nochmal aus der Sichtweise von Leahy angucken, rein in das Gericht. Hier sitzt wieder die Familie von Sonia Sotomayor und hier besprechen sich die Senatoren in einer Pause. Leahy, Senator Graham aus South Carolina und Al Franken aus Minnesota, ein Demokrat, der eigentlich als Komiker besser bekannt war, bevor er dann in die Politik ging und erfolgreich für den Senat kandidierte. Es gibt natürlich auch interessierte Bürger, die für und gegen die Nominierung antreten. Das tun sie zum Teil außerhalb des Senatsgebäudes und da sind sie dann geschützt durch das erste Amendment. Das ist ihre Meinungsfreiheit, die sie jederzeit so anbringen können. Wenn sie das Gleiche allerdings innerhalb des Senatsgebäudes machen, wo der Senat die Haushoheit hat, und wenn sie dann die Sitzung unterbrechen, dann werden sie mit Handschellen abgeführt. Da ist das also nicht zu empfehlen. Ich darf Ihre Aufmerksamkeit auch auf diese beiden Plakate richten. Also hier hält jemand ein Plakat hoch, I stand with Sotomayor, also ein Unterstützer von Sotomayor offenbar. Daneben, direkt daneben, hält jemand ein Plakat hoch, Face it, abortion kills a person. Offenkundig ein Gegner von Sotomayor, die als liberale Juristin für ein sehr weit gefasstes Recht auf Abtreibung. Und der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, die stehen einfach so nebeneinander. In Deutschland würden zwischen denen bestimmt 200 Polizisten mit Sturmkleidung stehen, um die beiden Gruppen sicher auseinanderzuhalten. Das ist die politische Kultur des First Amendment, der Meinungsfreiheit in den USA. Man sagt seine Meinung, aber man respektiert im Wesentlichen auch die Meinung des anderen, die anders gelagert ist. Und Befürworter und Gegner stehen hier einfach nebeneinander und tun sich nichts und geben ihre jeweilige Meinung zum Besten. Entschuldigung, das war die falsche Richtung. Auch hier sehen Sie Pro- und Contra-Cartoons. Das ist die Art, wie die Republikaner Sonia Sotomayor am liebsten dargestellt hätten. Eine Mischung aus dem Teufel und Adolf Hitler. Und das hier ist ein Anti-Sotomayor-Bild, wo sie der Göttin der Gerechtigkeit gerade die Augenbinde entfernt, weil sie angeblich möchte, dass
sie bestimmte Fälle freundlicher betrachtet als andere. Am Ende des ganzen Hin und Her gab es 68 zu 31 Stimmen. 9 Republikaner haben mit Ja gestimmt, haben für Sotomayor gestimmt. Und aus Judge Sotomayor wurde dann Justice Sotomayor. Und das ist ihr offizielles Foto, nachdem sie das Amt angetreten hat. Das sind die beiden erfolgreichen Nominierungen. Wie gesagt, es ist gut möglich, dass da noch ein oder sogar zwei dazukommen. Es ist aber auch möglich, dass gar keine mehr dazukommt. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt nur einen einzigen Präsidenten, der über 4 Jahre Amtszeit keinen einzigen Richter in den Supreme Court hat bringen können. Das ist Jimmy Carter, der auch ansonsten viel Pech hatte in seiner Präsidentschaft. Aber wenn Bush 2004 nicht wiedergewählt worden wäre, dann hätte er auch keinen einzigen Richter am Supreme Court ernennen können. Denn die beiden, die er ernannt hat, Chief Justice Roberts und Justice Alito, das war beides in seiner zweiten Amtszeit. Andererseits gibt es auch Leute wie Howard Taft, der am Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube, 4 oder 5 Richter ernennen konnte in einer einzigen Amtszeit. Das ist also alles sehr unklar. Wenn Obama keinen mehr nominieren kann, dann ist er damit trotzdem einigermaßen innerhalb des statistischen Mittels geblieben. Ja, das ist etwas, was er unmittelbar beeinflussen konnte. Ansonsten muss ich sagen, ist die Menschenrechtspolitik und die Verfassungspolitik der Obama-Administration in der Tat, wie schon in der Anmoderation gesagt wurde, sehr zwiespältig gewesen. Die Drohneneinsätze sind verstärkt worden, auch ohne große Diskussion in den USA. Da findet man das richtig, das ist in Europa, wo man damit Probleme hat. Aber Obama hat auch Positionen vertreten, die nicht mal von der Bush-Administration vertreten wurden. Etwa, dass der Präsident jederzeit auch amerikanische Staatsbürger töten kann, außerhalb des Staatsgebietes der USA, ohne dass er sich an Due Process halten muss, also an ein geregeltes Verfahren nach Recht und Gesetz. Das ist eine Position, bei der, also wenn die Bush-Administration diese Position vertreten hätte, hätte es mit Sicherheit stürmische Proteste von Seiten der Liberalen gegeben. Bei Obama waren sie erstaunlich still, als das die Position der Obama-Administration war. Guantanamo, darauf ist auch schon hingewiesen worden, ist nicht geschlossen worden. Es wäre mit Sicherheit möglich gewesen, wenn Obama bereit gewesen wäre, politisches Kapital dafür einzusetzen. Das war er aber nicht. Er hatte andere Prioritäten. Und so besteht Guantanamo weiterhin. Andererseits gibt es dann solche Sachen. Don't Ask, Don't Tell, Repeal Act 2010, wo Obama dann das Militär für Schwule und Lesben geöffnet hatte, die immer schon ausgeschlossen waren vom Militärdienst und die seit 1993 mit der Don't Ask, Don't Tell Policy im Grunde genauso ausgeschlossen waren wie vorher. Es sah nur etwas harmloser aus. Also das war eine wesentliche Veränderung der Menschenrechtspolitik der USA. Lassen Sie mich jetzt ein paar Worte sagen zu grundlegenden Überlegungen, welche Rolle der Supreme Court eigentlich spielt im System und warum das für Präsidenten so wichtig ist, diesen Einfluss zu haben. Hier haben Sie 3 Präsidenten der Nachkriegszeit. Dwight Eisenhower wurde nach seiner Amtszeit gefragt, ob er denn als Präsident auch irgendwelche Fehler gemacht habe. Musste nicht lange nachdenken. Ja, sagt er, ich habe 2 Fehler gemacht und Sie sitzen beide im Supreme Court. Earl Warren, der Chief Justice des Supreme Court, und William Brent, das waren die beiden, die er meinte. Eisenhower war ein middle of the road, aber doch konservativer Republikaner. Und er hat mit Earl Warren und William Brennan 2 Leute in den Supreme Court gebracht, die am weitesten linksorientierten Richter waren. Das konnte er nicht vorhersagen. Earl Warren war lange Zeit Gouverneur von Kalifornien gewesen. Er war ein Law and Order Gouverneur. 1948
war der Vizepräsidentenkandidat der Republikaner auf dem Ticket, das dann gegen Truman verloren hatte. Also war eigentlich ein Mainstream-Republikaner. Und kaum, dass Eisenhower ihn in den Supreme Court bringt, wird er auf einmal zum Wortführer der Veränderung in dem Gericht. Ein echter Fehler. Harry Truman wurde, das ist eine wundervolle Biografie, die auf Interviews beruht mit Truman, und der Interviewer Merle Miller fragte Truman unter anderem dann auch: What do you consider the biggest mistake you made as president? Tom Clark was my biggest mistake, no question about it. I'm sorry, sir. I'm not sure I understand. That damn fool from Texas that I first made attorney general and then put on the Supreme Court. I don't know what got into me. He was no damn good as attorney general. And on the Supreme Court, it doesn't seem possible, but he's been even worse. He hasn't made one right decision that I can think of. How do you explain the fact that he's been such a bad justice? The main thing is, well, it isn't so much that he's a bad man. It's just that he's such a dumb son of a bitch. He's about the dumbest man I think I've ever run across. Being dumb is just about the worst thing there is when it comes to holding high office. And that's especially true when it's on the Supreme Court of the United States. Sein größter Fehler, genau wie bei seinem Nachfolger Eisenhower, geht auch umgekehrt. Gerald Ford sagte in einem Interview, seine beste Handlung als Präsident, das sei die Ernennung von John Paul Stevens zum Supreme Court gewesen. Und wenn Sie sich angucken, Fords Präsidentschaft, das war, geht los mit dem Rücktritt von Nixon 1974 und bis zur Wahl 76, wo Jimmy Carter ihn ablöst. Das ist eine halbe Amtszeit gewesen. Stevens ist bis 2010 im Gericht. Da ist Ford schon seit ein paar Jahren tot. Und seine politische Handlung hat immer noch Einfluss. Das ist die Besetzung der Gerichte, nicht nur des Supreme Court, sondern auch der unteren Bundesgerichte, ist die Methode für den Präsidenten, am längsten politischen Einfluss zu nehmen. Gesetze, die ein Präsident mit dem Kongress verabschiedet, die können vom Nachfolger wieder aufgehoben werden. Aber Richter, die der Präsident in den Supreme Court gebracht hat, die sind da. Nachfolgerin von Stevens war dann ja Kaine, 2010 von Obama. Aber wenn Sie sich angucken, der Vorgänger von Stevens, William Douglas, dessen Vorgänger Louis Brandeis, zwei Giganten des Gerichtes, ganz berühmte Richter, bis heute berühmt. Und wenn Sie sich angucken, Louis Brandeis wurde 1916 nominiert. Das ist also ein Sitz im Gericht, der über ein ganzes Jahrhundert hinweg von drei Personen gehalten wurde. Sowas haben Sie sonst in skandinavischen Monarchien, dass da die Könige so lange regieren. Aber dass in einem demokratischen Staat ein hohes Staatsamt über ein ganzes Jahrhundert hinweg nur von drei Leuten ausgeübt wird, das haben sie eigentlich nicht. Das ist eine Besonderheit des Supreme Courts. Ja, und hier ist er dann. Jedenfalls seit 1953. Vorher saß man in einer dunklen Kammer, im Wortsinne dunklen Kammer, im Untergeschoss des Kongresses. 1953 kriegte man dann endlich sein eigenes Haus. Und hier haben Sie John Roberts, den 17. Chief Justice seit 2005. Wenn Sie mal nach Washington kommen, hier ist er, der Supreme Court, hinter dem Kapitol. Das kennt jeder, diese Bilder vom Kapitol. Aber wenn Sie dann da noch eine Straße weitergehen, also nicht in Richtung Weißes Haus oder so, das ist diese Richtung, aber wenn Sie dann eine Straße weiter nach hinten gehen, da kommen Sie dann zum Supreme Court, ist geöffnet für die Öffentlichkeit, gibt ein kleines Museum, was man sich da angucken kann, sehr hübsch gemacht, hübschen Film über den Supreme Court, kleiner Souvenirladen ist auch da. Und wenn Sie Glück haben, sind Sie sogar in Session und Sie können sich dann, wenn Sie sehr früh kommen und sich anstellen, können sich auch eine Verhandlung anhören, denn die sind öffentlich und eine bestimmte Anzahl von Sitzen wird auch immer erst am Tag vergeben. Den heutigen Gerichtshof haben Sie hier. Die sitzen da nicht zufällig, sondern das folgt einem System, dass der Chief Justice in der Mitte, Roberts, rechts von ihm
sitzt der dienstälteste Richter, Tony Scalia, von Ronald Reagan ernannt. Links von ihm dann der zweitälteste, Anthony Kennedy, ebenfalls von Reagan. Und so geht das dann weiter. Clarence Thomas, 91 von George Herbert Walker Bush. Ruth Bader Ginsburg, 93 von Clinton ernannt. Stephen Breyer, 94 von Clinton ernannt. Sam Alito, 2005 von Bush ernannt. Und die beiden, die Sie schon kennen, Sotomayor und Kagan, beide von Obama ernannt. Scalia ist der Wortführer des konservativen Flügels, zudem auch Roberts, Thomas und Alito gehören, während Sotomayor, Breyer, Kagan und Ginsburg den in Anführungszeichen linken Flügel des Gerichtes ausmachen. Und Kennedy, obwohl eigentlich ein Konservativer, ist derjenige, der in der Mitte steht und je nachdem, wie er sich entscheidet, das ist dann bei politisch umstrittenen Fragen auch die Mehrheit in der Regel. Wenn Sie also Anwalt sind und Sie vertreten Ihren Fall vor dem Supreme Court, dann passen Sie besser auf, dass Sie Argumente haben, von denen Sie das Gefühl haben, dass Sie Kennedy positiv beeinflussen werden. Denn bei den anderen, da können Sie sowieso vorhersagen, wie die abstimmen werden. Übrigens gilt das nur für die Fälle, die tatsächlich umstritten sind. Ungefähr die Hälfte der Fälle wird einstimmig entschieden. Das ist also nicht so, dass alle Fälle jetzt politisch umstritten sind. Aber es gibt eben auch eine gewisse Anzahl von 5 zu 4. So, das ist das gegenwärtige Gericht. Achten Sie vielleicht mal darauf, wo Thomas hier sitzt. Nämlich hier. Das ist das davor, als Stevens noch Mitglied war. Und da saß Thomas dann an dem äußeren Flügel. Ja, und das war relativ kurzlebig. Sie sehen, das war nur ein Jahr, eine Saison, dass das so hielt. Vorher allerdings der Rehnquist Court. Der war von 1994 bis 2005 unverändert. Das ist die zweitlängste Zeit in der amerikanischen Geschichte, dass das Gericht unverändert personell war. Und Sie sehen hier, Rehnquist hat diese hübschen Admiralsstreifen an seiner Robe. Roberts hat die nicht. Das liegt nicht daran, dass er erst noch ein paar Jahre warten muss, bevor er die kriegt, sondern es liegt daran, dass die Richter relativ große Freiheiten haben, wie sie ihre Roben gestalten. Sie sehen hier, Ginsburg und O'Connor haben andere, etwas andere Stilvorstellungen. Und Rehnquist, Rehnquist war ein erzkonservativer Richter, aber zugleich jemand, der sich selbst nicht sonderlich ernst nahm, der einen berühmten Sense of Humor hatte und der auch ein großer Opernfan war. Und angeblich sah er diese Streifen bei einer Aufführung des Mikado, einer Operette von Gilbert and Sullivan, beim Richter, der dort eine Rolle spielt. Und dann fand er, das sei hübsch und die wollte er auch haben an seiner Robe. Und dann hat er sich diese Streifen daran machen lassen. Nun ja, gewisse Freiheiten hat man als Gericht. Im Gericht. Das will ich jetzt nicht, da will ich jetzt nicht drauf groß eingehen. Das finden Sie auf Ihrem Handout. Ich habe eine Liste der Richter da gemacht. Ich bin gerne bereit, in der Diskussion dann Fragen dazu zu beantworten. Ich will nur darauf hinweisen, dass die meisten Richter schon als Studenten absolut brillant waren. Sie finden bei vielen der Richter den Hinweis auf Law Review. Die Law Reviews werden in den USA von Studenten herausgegeben, nicht von Professoren. Und wenn Sie zum Editorial Board der Law Review gewählt werden, wie ein gewisser Barack Obama zum Beispiel in Harvard, dann heißt das, dass Sie unter diesen Elite-Studenten, die dort an so einer Schule wie Harvard sind, nochmal wiederum zur Elite gehören, zu den Besten gehören. Wir finden bei vielen auch Clerkship. Das heißt, dass diese Leute nach ihrem Studium zunächst in der Regel für ein Jahr als Law Clerk, wissenschaftlicher Mitarbeiter, bei einem Bundesrichter in einem der unteren Gerichte arbeiteten. Und wenn Sie da wiederum Ihre Brillanz unter Beweis gestellt haben, dann können Sie das große Glück haben, für ein Jahr als Law Clerk bei einem Richter am Supreme Court zu arbeiten. Immer nur ein Jahr. Aber das ist natürlich eine Karrieregarantie, wenn Sie da gewesen sind. Und Sie finden bei mehreren davon,
dass sie als Law Clerks schon tätig gewesen sind, als gerade fertige Ex-Studenten. Und es ist eben von Anfang an Brillanz in den Leuten, die dann tatsächlich es so weit schaffen, dass sie Richter am Supreme Court werden. Gut, hier sind dann die anderen noch. Ich will darauf nicht weiter eingehen. Die Verfassung sagt nicht sehr viel über das Gericht. Artikel 3, und das sind keine Tippfehler hier, so steht es tatsächlich in Artikel 3. The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish. Das ist es. Da steht nicht viel mehr drin. Da steht zum Beispiel nicht drin, wie viel Richter es sein sollen. Wir haben heute 9 Richter, aber das war auch schon mal anders. Wir hatten auch mal 10 und mal 7 und mal 6 Richter in der Vergangenheit. Die Zahl 9, die ist jetzt seit Ende des Bürgerkrieges 1865 recht stabil. Da wird sich also wahrscheinlich nicht mehr so viel dran ändern. Aber das könnte man einfach durch ein einfaches Gesetz verändern. Es steht nicht mal in der Verfassung, dass man Jurist sein muss, um als Richter am Supreme Court tätig zu sein. Anders als bei uns, wo Sie ja die Befähigung zum Richteramt brauchen, wenn Sie Mitglied des Bundesverfassungsgerichts werden wollen. Ansonsten hat der Präsident die Möglichkeit, auch Nicht-Juristen zu ernennen. Hat er allerdings noch niemals gemacht. Aber wäre immerhin denkbar, einen Politiker etwa, einen Ex-Politiker zu ernennen, der nicht unbedingt eine juristische Ausbildung haben muss. Unterhalb des Supreme Court gibt es dann die Courts of Appeal und darunter gibt es dann wiederum die District Courts. Also eine dreigliedrige Form, eine dreigliedrige Staffelung der Bundesgerichte wohlgemerkt. Auf einzelstaatlicher Ebene gibt es nochmal das Gleiche. Wir haben ein Nebeneinander von einzelstaatlicher Gerichtsbarkeit und Bundesgerichtsbarkeit. Und die weitaus meisten Fälle, über 90%, das sind einzelstaatliche Fälle. Die erreichen niemals ein Bundesgericht. Das ist die verschwindende Minorität von Fällen, die bis an einem Bundesgericht kommt, geschweige denn bis an den Supreme. Ich hatte gesagt, Richter wird man dadurch, dass man nominiert wird vom Präsidenten und dann besteht die... Achso, lassen Sie mich vorerst noch sagen, ich habe Ihnen auf Ihren Handout auch den Vergleich zwischen Supreme Court und Bundesverfassungsgericht gemacht. Wenn Sie davon was interessiert, können wir da in der Diskussionsabteilung gerne drüber reden. Ich will jetzt nichts weiter dazu sagen. Sie sehen, alles, was man anders machen konnte, hat man anders gemacht beim Bundesverfassungsgericht. Aber der Kern bleibt der gleiche. Beide Gerichte können mit ihren Sprüchen Gesetzesentscheidungen der politischen Gewalten aufheben, indem sie sie für verfassungswidrig erklären. Das mag uns selbstverständlich vorkommen, weil wir eben in so einem System leben. Aber das ist keineswegs selbstverständlich. Das gibt es sehr selten auf der Welt. Das gibt es in den USA, das gibt es bei uns, das gibt es in Israel, das gibt es in Kanada und ein paar anderen Ländern. Aber die meisten demokratischen Länder haben so ein Gericht nicht. England hat so ein Gericht nicht, es sei denn, dass man den EuGH nennen will, der ein bisschen diese Funktion wahrnimmt. Frankreich hat einen sehr schwachen Staatsgerichtshof. Das ist nicht das gleiche wie unser Bundesverfassungsgericht. Die Niederlande, die Schweiz, da ist jeweils das gewählte Parlament der letztendliche Entscheider auf politischer Ebene, auf Verfassungsebene. Und da würde es als undemokratisch gelten, wenn man einem Gericht das überließe. Also das ist eigentlich die Ausnahme. Und das Bundesverfassungsgericht ist in diesem wesentlichen Punkt, der viel wichtiger ist als alle Details, auch dem Supreme Court nachgebildet. Ja. Was bedeutet Nein, damit meine ich, überlegen Sie mal, wie viele Bundesverfassungsrichter Sie nennen können. Es gibt 16. Wie viele meinen Sie, kriegen Sie zusammen? Also ich bin Professor für Politikwissenschaft. Ich kriege Sie nicht alle zusammen. Bitte? In den USA sieht das anders aus. Die neuen Richter, die sind bei Leuten, die politisch interessiert sind, bekannt. Die erkennt man, auch wenn sie über die Straße laufen. Ich würde sagen, das ist bei uns allenfalls bei Herrn Vosbühle der Fall, wenn überhaupt, und bei niemand sonst im Gericht. Also die haben ein extrem hohes Profil.
Was daran liegt auch, dass sämtliche Urteile namentlich gezeichnet sind. Sie wissen also genau, wie jeder Richter in jedem einzelnen Fall abgestimmt hat. Ob er das Urteil geschrieben hat oder ob er in der Mehrheit war oder ob er in der Minderheit war. Und wenn er in der Minderheit war, hat er vielleicht eine dissenting opinion geschrieben, eine abweichende Meinung, die sagt, warum das Urteil der Mehrheit völliger Blödsinn ist. Oder wenn er zwar für das Ergebnis war, aber aus anderen rechtlichen Gründen für das Ergebnis war, dann schreibt er vielleicht eine concurring opinion, wo er darlegt, er ist mit dem Resultat einverstanden, aber nicht mit dem Weg, auf dem der Supreme Court dahin gekommen ist. Gut, so viel dazu. Der letzte Richter, oder nominierte Richter, der gescheitert ist, das war Robert Bork, 1987. Bork machte den Fehler, dass er klare politische Meinungen hatte und die auch sagte im Nominierungsprozess. Und schlimmer noch, dass er den Senatoren sagte, wenn sie seiner Meinung nach von der Verfassung keine Ahnung hatten und wie man sie richtig interpretieren musste. Vielleicht hatte er mehr Ahnung von der Verfassung, aber das ist keine gute Methode, wenn ihnen gegenüber die Leute sitzen, die am Ende abstimmen müssen über sie, ob sie reinkommen in das Gericht. Und das ist bei Bork dann auch krachend gescheitert. Immerhin, er hat die zweifelhafte Befriedigung, die englische Sprache bereichert zu haben. To bork someone ist jetzt ein Verb in der englischen Sprache geworden. Sein Name ist zu einem Verb geworden. Systematische Diffamierung einer Person in den Massenmedien. Das heißt to bork someone. Gut, nehmen wir an, Sie sind durchgekommen. Dann ist das jetzt für den Rest Ihres Lebens Ihre Arbeitsatmosphäre. Hier haben Sie John Paul Stevens in Chambers, wie es genannt wird, also seine Räume. Hier hat er die Urteile des Supreme Court aus den vergangenen Jahren vor sich liegen. Hier hat er sie wahrscheinlich noch einmal elektronisch vorliegen. Hier haben Sie Clarence Thomas mit seinen Law Clerks, wie gesagt, den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die er hat und die jedes Jahr wechseln. Hier haben Sie die Liste. Jeder der Richter hat 4 wissenschaftliche Mitarbeiter und auch die Richter, die nicht mehr im Gericht sitzen, haben immer noch Anspruch auf einen Mitarbeiter. Sie sind zwar retired, aber sie können sich durchaus noch an gewissen unteren Formen der Rechtsprechung beteiligen und sie haben nach wie vor ein Büro im Supreme Court. Lohnt sich das Ganze eigentlich? Das ist das Einkommen der Richter. Ich würde dafür arbeiten, eine Menge Geld. Aber wenn Sie natürlich ein Spitzenjurist in den USA sind, dann können Sie in der Privatwirtschaft das 10-fache jedes Jahr davon verdienen oder noch mehr. Und dann ist es nicht mehr so schrecklich viel Geld. Die meisten Richter am Supreme Court waren vorher irgendwann mal in der Privatwirtschaft tätig. Vom gegenwärtigen Supreme Court gibt es, glaube ich, nur einen Richter, der nicht Millionär ist. Alle anderen haben Vermögen von über 1 Million. Die reichste sind, glaube ich, Stephen Breyer und Ruth Bader Ginsburg, die beide ein Vermögen so um die 20 Millionen Dollar haben. Wer übrigens auch finanziell sehr gut wegkommt, das sind die hier, die Law Clerks. Denn sobald ihr Jahr vorbei ist, können Sie sich vorstellen, dass sich die Anwaltskanzleien geradezu reißen um diese Leute. Und die kriegen im Schnitt allein schon als Signing-Bonus, nicht als Gehalt, sondern als Bonus, dass sie anfangen bei einer bestimmten Law Firm, so um die 200.000 Dollar. Also mit anderen Worten, das Jahresgehalt ihrer bisherigen Chefs als einfach so als Bonus. Richter hat es in der gesamten Geschichte der USA gut 3.000 gegeben, Bundesrichter wohlgemerkt, Einzelstaaten viel mehr. Das ist nicht viel. Heute sind es ungefähr knapp 900, verteilt über die einzelnen Gerichte. Und die knappe Mehrheit der Richter ist von demokratischen Präsidenten ernannt worden. Letztes Jahr, wenn ich den Vortrag letztes Jahr gehalten hätte, hätte ich gesagt, knappe Mehrheit von Republikanern ernannt worden. Aber inzwischen ist Obama halt 5 Jahre im Amt und da ist es jetzt leicht gekippt zugunsten der Demokraten. Das hängt natürlich immer damit zusammen, wie lange wer Präsident ist.
Ich sehe, die Zeit rast mir davon. Ich werde deshalb erstmal, ja, ich wollte jetzt eigentlich darüber reden, wie ein Fall vor das Gericht kommt, wie es mit der öffentlichen Meinung ist und so weiter. Das lasse ich alles mal beiseite. Ich kann gerne in der Diskussion etwas darüber sagen. Aber ich will doch noch zumindest ein paar Worte sagen über einige wichtige Fälle in der Obama-Administration. Das Schöne, wenn man sich wissenschaftlich mit dem Supreme Court beschäftigt, ist, es gibt jedes Jahr was Neues. Denn anders als beim Bundesverfassungsgericht dauert es zwischen der Verhandlung, dem Einbringen eines Falles und dem Urteil ein Jahr. Der Supreme Court beginnt jetzt gerade wieder seine Saison. Er hat letzte Woche vor die ersten Fälle gehört. Und alle Fälle werden tatsächlich auch gehört. Also es gibt immer eine mündliche Verhandlung. Und alle diese Fälle wird er bis zum Juni oder Anfang Juli des nächsten Jahres mit einem Urteil versehen haben. Wie funktioniert das überhaupt? Ich meine, der Supreme Court, beachten Sie den Namen, er heißt Supreme Court of the United States. Er heißt nicht Supreme Constitutional Court of the United States. Das heißt, er vereint in sich die Funktionen, die bei uns das Bundesverfassungsgericht plus Bundesgerichtshof plus Bundesarbeits- und Sozialgericht plus Bundesverwaltungsgericht plus Bundesfinanzhof hat. Alles das in einem Gericht von 9 Richtern. Wie geht das? Das geht nur dadurch, dass die Richter fast vollständig autonom sind in der Entscheidung, welche Fälle sie hören. Es gibt ein paar, die Sie hören müssen, aber das ist vernachlässigenswert. Das spielt keine praktische Rolle. Sie können völlig frei entscheiden. Und das heißt natürlich, Sie nehmen nur so viele Fälle an, wie Sie auch bearbeiten können. Und das ist ein Riesenunterschied zum Bundesverfassungsgericht. Wenn das ordnungsgemäß etwa in einer Organklage durch das Land Saarland angerufen wird, dann muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Nicht der Supreme Court. Der muss gar nichts. Er ist eben eine co-equal branch of government. Eine gleichberechtigte Säule des Regierungssystems, der sich nichts vorschreiben lassen kann von den anderen. Aber es gibt dann halt doch die wesentlichen Fälle. Und das sind 3 der wichtigsten im vergangenen Gerichtsjahr. Shelby County gegen Holder. Holder ist der Justizminister der USA. Und er tritt hier auf als der Beklagte. Natürlich nicht als Person Eric Holder, sondern in seiner Rolle als Justizminister der USA. Aber Sie sehen, alle diese Fälle haben immer 2 Parteien. 2 Parteien, die unmittelbar betroffen sind. Sowas wie ein abstraktes Normenkontrollverfahren gibt es nicht nach amerikanischem Verfassungsverständnis. Es müssen immer 2 konkrete Parteien sein. Hier ging es um den Voting Rights Act von 1965, der vom Supreme Court mit 5-4 Stimmen für verfassungswidrig erklärt wurde. Voting Rights Act gab der Bundesregierung erhebliche Eingriffsmöglichkeiten in Stimmprozeduren auf lokaler Ebene. Eigentlich wird das von den Einzelstaaten geregelt, aber gerade bei den Südstaaten hatte der Bund über diesen Voting Rights Act von 65 erhebliche Möglichkeiten. Das wurde jetzt aufgehoben vom Supreme Court. Peng mit einem Schlag auf einmal Jahrzehnte Verfassungsentwicklung mit 5-4 Stimmen rückgängig gemacht. Hollingworth gegen Perry. Vorher hieß der Fall Perry gegen Brown und davor Perry gegen Schwarzenegger. Brown und Schwarzenegger waren nacheinander die Gouverneure von Kalifornien. Sie sehen also, diesen Fall gab es schon seit einiger Zeit, lange vor der Obama-Administration. Der geht sogar schon im Februar 2004 los. Worum geht es hier? Kalifornien hatte eingeführt gleichgeschlechtliche Ehen und das ist dann 2008 in der sogenannten Prop 8 per Volksabstimmung wieder gekippt worden. Daraufhin hat ein Gericht, ein Bundesgericht, ein unteres Bundesgericht gesagt, das geht nicht, das ist verfassungswidrig, das verletzt den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung. Und dann kam dieser Fall 2012 vor den Supreme Court. Und was hat der Supreme Court gemacht? Er hat gesagt, die Parteien, die hier dieses Ding ausfechten, die haben kein Standing.
Wir haben einen Fehler gemacht, als wir den Fall angenommen haben. Wir hätten ihn gar nicht hören dürfen. Also das Urteil des unteren Bundesgerichts bleibt bestehen. Aber wir äußern uns nicht dazu. Das war eine sehr geschickte Methode vom Supreme Court, eine Entscheidung zu umgehen. Denn sie wollten offenbar keine Entscheidung fällen in diesem Fall. Deshalb nicht, weil sie Angst hatten, wenn sie jetzt ein grundlegendes Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe gemäß dem Gleichheitsgrundsatz Zusatzartikel 14 der Verfassung postuliert hätten, dann wären sie damit in erhebliche Kritik geraten. Denn das ist keineswegs, das ist nicht unumstritten in den USA. Und der Weg zu sagen, ja, tut uns leid, die Parteien haben kein Standing, wir können gar nicht urteilen hier, das war eine sehr geschickte Methode, rauszukommen aus diesem Problem. Anders sieht es in diesem Fall aus. United States gegen Windsor. Das waren zwei Frauen, die in New York rechtmäßig verheiratet waren. Nach dem Gesetz von New York, der Staat New York erlaubt gleichgeschlechtliche Ehen. Und dann starb die eine Partnerin und hinterließ eine ganz erhebliche Summe Geldes ihrer Partnerin. Die musste nun allerdings nach dem DOMA, Defense of Marriage Act von 1996, Steuern dafür bezahlen, als ob es eine völlig Fremde gewesen wäre, die ihr das Geld hinterlassen hatte. Denn die Ehe war bundesrechtlich nicht anerkannt. Und die Steuersumme, um die es hier ging, das waren fast 400.000 Dollar. Wohlgemerkt nicht das Kapital, das waren nur die Steuern, die hätten gezahlt werden müssen. Es war so eine Menge Kapital da vorhanden. Sie klagte dagegen und der Supreme Court hob mit 5-4 Stimmen diesen entsprechende Passage im Defense of Marriage Act auf. Wenn es rechtmäßig geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen gibt, die inzwischen in 13 Staaten möglich sind, in denen ungefähr 30% der Bevölkerung der USA leben, dann muss die Bundesebene das anerkennen und muss entsprechende Steuervergünstigungen wie Ehegattensplitting oder so etwas sinngemäß auch für gleichgeschlechtliche Paare zur Verfügung stellen. Eine dramatische Veränderung des US-Rechtes und etwas, was schon 2003 von Scalia in einem wütenden Dissens in einem berühmten Fall behauptet wurde. Lawrence gegen Texas, der Staat Texas, hatte homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt, was dann 2003 mit einer Mehrheitsmeinung von Anthony Kennedy gekippt wurde. Und Scalia sagte damals, wie sich herausstellt, völlig zu Recht, und ich fand auch damals schon, er hatte Recht damit, wenn das so bestehen bleibt, ja dann ist auch für gleichgeschlechtliche Ehen gibt's keine Verfassungshürde mehr dafür. Und was bei ihm natürlich hieß, und das ist fürchterlich, aber die Analyse war korrekt. Es war die logische Konsequenz, nur es dauerte dann halt noch 10 Jahre, dass das aufgehoben wurde. Obamacare, das war das Jahr davor, einer der wesentlichen Urteile. Auch dazu ließe sich jetzt viel sagen, aber ich lasse es mal bleiben. Ich glaube, wir müssen jetzt zur Diskussion übergehen. Das eine oder andere lässt sich dann auch noch vertiefen. Ich habe noch eine tiefe Tüte mit Tricks hier parat, die ich Ihnen noch zeigen könnte. Gut, aber gehen wir lieber zur Diskussion. Ja, schön, herzlichen Dank.